Leute. Herzlich willkommen zurück zum neuen Part Resident Evil 6. Ho! Ho! Uiuiui, letztes Mal gar nicht gefunden. Leute, für diese kleine Szene nehme ich jetzt die Schlieb. Einfach weil ich die hier brauche. Also, ich weiß auch nicht unbedingt, aber es wird besser, wenn ich nicht spiele. Wir sehen im Schatten, es kommen welche. Der reinste Albtraum. Zug ist ausgegangen. Das Licht ist aus. Wir gehen nach raus. Also hören wir nach Hause mit dem Zug. Tot. Alle tot. Helena, komm mal hier. Gib dich auf. Die kriegen wir nicht auf. Ich will mich da drin mal umsehen. Helfen Sie mir rauf. Nein. Lassen Sie mich hier nicht zurück. Hey. Hey. Roger. Hallo. Was hast du gemacht? Magie. Hier ist eine Hexe. Ich bin gerade über dich gelaufen. Hier stehen die alle in der Hand bei Helena auf. Das finde ich richtig unfair. Ganz ehrlich. Gleichberechtigung. Ich kann. Okay. Hey. Die hat etwas auf mir gekotzt. Hey. Eine Kerze. Komm schnell. Lass ihn, lass ihn. Einfach über X durchlaufen und X drücken. Okay. Ich muss raus.
Okay. Jetzt nicht so brutal. Wow. Gut, ich habe jetzt eine Kombo reingeschalten. Und zwar, wenn ich weiß was, schlag ihn einmal und danach. Papau, papau. Na los, wir müssen sie da rausholen. Ich erinnere mich an Resident Evil Raccoon City. Das habe ich auch, werde ich euch auch mal Let's Play. Was schießen denn die? Eine neue. Warum was zum Heilen? Komm her! Helena! Bitte mir! Sind wir stark. Sie haben es geschafft. Von da aus erreichen Sie die Straße. Wie sieht die Lage da oben aus? Hey. Ziemlich schlecht. Schon wieder 9 Minuten. Ich würde sagen, das ist auch mit diesem Part zu Resident Evil 6. 6.
Und vielleicht werde ich heute noch anfangen mit Resident Evil Operation Raccoon City. Viele sagen ja, das sei so scheiße, Resident Evil Raccoon City. Und ja, mir gefällt es gar nicht und sowas. Ich finde, es ist nicht so schlecht, wie es behauptet wird, aber auch nicht so richtig gut. Also es ist so mittel drin. Und ja, wenn es euch dieser Part gefallen hat, lasst einen Kommentar da oder einen Daumen. Oder einen Daumen, der nach unten zeigt. Und tschüss.